Das Potenzial der Wasserstoffwirtschaft ist enorm. So wird das Umsatzpotenzial weltweit auf über 100 Milliarden Euro pro Jahr allein bis 2030 beziffert. Davon entfallen mehr als 30 Milliarden auf die reine Wertschöpfung. Wir von Rheinmetall sind Teil dieser Wertschöpfungskette und ein entscheidender Treiber dieser Technik. Denn wir können heute schon viele Technologien und Produkte, die für die Weiterentwicklung der Brennstoffzelle nötig werden, anbieten. Ob bei der Produktion der Energie von morgen, seiner Lagerung oder auch seiner Distribution. Unser Know-how spielt hier oftmals heute schon eine entscheidende Rolle. Bestes Beispiel, wo schnelle Entwicklungen gefordert werden, der Straßengüterverkehr. Er allein macht mit 47 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß rund ein Drittel der Verkehrsemissionen in Deutschland aus. Die EU fordert, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% zu reduzieren. Um dieses ehrgeizige Ziel überhaupt zu erreichen, halten Experten den Wasserstoffantrieb für absolut notwendig. Deren Forderung: 100.000 Wasserstoff-Lkw bis 2030 und mindestens 1.500 Wasserstofftankstellen. Der Staat fördert deshalb massiv Wasserstoff als flexiblen Energieträger. Allein bis 2030 stehen über 12 Milliarden Euro als Anschubfinanzierung bereit. Davon über 5 Milliarden schon bis 2023. Dies erfordert auch von der Industrie Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe. Klimaneutralität zu erreichen ist Chance, Herausforderung und Verpflichtung zugleich. Mit uns kann das gelingen. Wir von Rheinmetall werden die Nutzbarmachung der Wasserstofftechnologie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten prägen. In allen Bereichen. Mit unserem ganzen Wissen und Engagement. Wir stehen bereit zu unserer Mondmission. Der Countdown läuft.